du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske? Dein Atem riecht nach Blut. Und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Hört sich nur den Würdigen. Das Gebiet besitzt bemerkenswerte Eigenschaften. Drachenblut wird darin hoch angereichert, was mich vermuten lässt, dass es ein Ley-Knoten ist und daher ein hohes Energiepotenzial besitzt, wenn man an Lockyers Theorie der Kraftorte glaubt. Passen Sie auf, Rex. Dieser Ort ist ein Ort des Todes. Welche Art Tod? Die tödliche Art, Rex. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Far Cry 3 Blood Dragon. Ja, jetzt geht es zum Grand Finale, wo wir jetzt kein Rückkehr mehr gibt und wir wirklich das durchziehen müssen. Seid ihr bereit, Leute? Seid ihr bereit? Sehr schön, ist Drumboard. Gehen wir durch. Natürlich. Wir dürfen gespannt sein. Jene, die das Labyrinth des Blutes überleben, sind des Preises würdig. Wo ist meine Ausrüstung? Unbekannt. Sei bereit für den Kampf! Natürlich. Warte mal. Greif deine Waffe und zeige deine Kraft. Oh. Neue Waffe geortet. Ja, warte mal, dann gib mir her das gute Ding. That's the real deal. Traut euch, kommt zu mir. Rennzombies treffen ein. Nein, Rennzombies laufen aus. Hast du schön gesagt. Traut euch. Traut euch. Kommt zu mir. Ah. Ups. Den Rennzombies in den Kopf schießen. Hey, ich weiß, wie das geht. Richtig, jetzt halt die Klappe. Nee. Bah, scheiß Vieh. Schön hochzielen, schön hochzielen. Hör auf, dich mal zu bewegen, Mensch. Das ist ja erschießend. Hab dich. Schön konzentriert arbeiten, schön konzentriert bleiben. So. Geht doch. Kommt schon, traut euch. Scheiße. Mein Gott, wie viele sind das? Zu viele. Rex, das sind noch ein paar zu viele von denen. Eine Granate werfen wir jetzt des Feindes. Komm schon, neu verbinden, genau. Aha. Reloading. Hab dich. Wow, scheiße. Brenn, Baby, brenn. Natürlich nur Kopftreffer. Schlägst du dich gut. Doch das ist erst der Anfang. Sei bereit. Ich habe einen Ausgang entdeckt. Ausgang klingt gut, da bin ich doch gerne dabei. Huah. Ah, die Mucke ist so geil hier. Attacke, Leute. Ich habe eine neue Waffe entdeckt. Ja, die holen wir uns auch direkt.
die Pumpe, ach schön. Du beanspruchst deine Trophäe? Die Toten werden ein Wörtchen mitreden. Weil bitte auf. Reloading! Ja, los! Traut euch, kommt zu mir! Es ist nicht das erste Mal, dass ich die töte. Und hoffentlich auch nicht das letzte. Exakt, Mann. Soll ich es wirklich drauf ankommen lassen, ne? Boah, der brennt sogar. Brennende Penner. Brenner, yeah! Kommt her, ihr Brenner. Oh, zwei auf einmal, geil. Ist da irgendwo ein Zombie-Schlussverkauf? Hast du gerade gehört, ja. Hier gibt es einen Zombie-Schlussverkauf. Boom, Schakalaka. Komm, lad nach. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh. Er ist gekommen. Ich hab noch Molotov Cocktail, ich glaub's ja wohl. Ah, Penner. Lad nach, lad nach. Ah, ich schmeiße mal zwei Patronen rein, cool. Kommt schon, traut euch, kommt zu mir und legt mit mir an. Schön die Ruhe damit, yeah, baby. Komm schon, trau dich. Eine Patrone, zwei Patronen. Das könnte der letzte Gegner sein, oder? Bist du der letzte oder was? Schön drüber, genau. Einer geht noch. Trau dich, komm zu mir. Irgendwo muss er sein, irgendwo muss er sein. Da, Moment. Burn, Baby, burn. Dann gehen wir da mal schnell raus hier. Mann, Netz, mach endlich. Dann entscheide dich mal. So. Ah, tut das gut. Raus hier. Raus, raus, raus. Das ist ein Turtle. Gibt's ja wohl nicht. Neue Waffe entdeckt. Hm, Sniper, alles klar. Erzittere vor der Macht der Untoten. Bewegung entdeckt. Ich merk schon. Mehr Gegner nähern sich. Sollen sie ruhig. Muss irgendwann ein Zombie-Schlussverkauf sein. Ich bin bereit, Leute. Du hast lange überlebt. Doch das Ende wirst du nicht. Das hättest du so gerne, wa? Ah, das wollte ich eine ganze Menge. Oh, die laufen alle in Zickzack, das nervt. Rotes Licht, grünes Licht, rotes Licht, grünes Licht. Reloading. Neue Waffe entdeckt.
nicht dein Ernst, oder? Sichere dir die Waffe. Okay. Gut, hinter. Rotes Licht, grünes Licht. Minigun, komm her, ja. Traut euch! Kommt zu mir! Der Zombie-Schlussverkauf. Ah, schön. Komm schon, Nacken zerfleischen und auf Reis servieren. Komm her, du Penner. Ja, ich trete so ein bisschen den Rückzug an. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Komm schon. Na, du willst auch. Du willst auch. Komm her. I got the power, yeah! Doc, ich hab die Killstar. Sloan muss jetzt schlafen. Und ich werde ihn schön zudecken unter 6 Fuß Erde. Also das ist die Killstar. Mir ist schon ganz Rock'n'Roll. Vorsicht! Messe erhöhte Körpertemperatur. Heilige Scheiße! Ich verbrenne! Ihr Körper ist so viel Energie nicht gewohnt. Wir müssen ihren Muskeln und Nerven beibringen, die Killstar richtig zu absorbieren. Spider, er hätte sich das hier umschnallen sollen. Wenn Sie es nicht mit ihm tun können, tun Sie es für ihn. Sie haben recht. Ich habe etwas zu erledigen. Für Spider? Nein, für die Menschheit. Never surrender to the doubt that cloud your mind. Never retreat from who you are. No, love is the magic that you carry on and on and on and on. Know what you're fighting for. Hold on to the vision in your eyes. Keep the fire burning bright. Got to make them realize. Only with this power can you rise. Hold on to that vision in your eyes. Yeah. Rex, Sie sind weit gekommen. Aber irgendwas sagt mir, dass Sie sich noch zurückhalten. Keine Angst, Doc. Keine Zurückhaltung mehr. Ich bin ganz blind vor Cyberliebe. Cyber Commandos so zärtlich sein können. Ich weiß. Meine Organe, Knochen und Blut sind zu 85%. Aber du bist 100% Mann. Zumindest die Teile, auf die es ankommt. Oh, Rex. War's das jetzt? Nein. Nicht solange Sloan lebt, Elizabeth.
Er wird diese Raketen auf jeden Kontinent der Welt abfeuern. Er ist ein Monster, Rex. Die Sprengköpfe werden alle infizieren. Und dann werden sie zu prähistorischen Wilden. Die Gesellschaft bricht zusammen. Es kommt eine neue Steinzeit. Und was daraus hervorgeht, wird nicht länger menschlich sein. Er glaubt, er täte damit allen einen Gefallen. Doch das tue ich, indem ich ihn töte. Erst hast du mich gerettet, Rex. Und jetzt musst du die Welt retten. Elizabeth? Nein. Alarm. Neue Parameter aktiviert. Bitte auf aktualisierte Mission warten. Was? Rex, ich bin's. Elizabeth. Elizabeth. Wenn du das hier hörst, dann ist mir etwas zugestoßen. Rex, bevor ich dich traf, dachte ich, ich würde nie wieder einen Mann lieben. Ich weiß, du hältst dich für weniger als menschlich. Doch du hast etwas, das mehr wert ist als militärische Hardware für 1 Milliarde Dollar. Kraftvoller als die Wasserstoff-Brennstoffzelle in deiner Brust. Du trägst eine menschliche Seele, wohin du auch gehst. Und du trägst mein Herz. Dein Au öffnet nun den Hochsicherheitsbunker innerhalb der Anlage. Hol ihn dir. Missionsziel? In die Denko-Anlage und den Hochsicherheitsbunker eindringen. Und Rex, tu es nicht für mich. Tu es für den Weltfrieden. Kiste! Du hast die Kiste, eine mysteriöse Waffe, die von deiner Lebensenergie angetrieben wird. Sie braucht deine Gesundheit, um ihre Zerstörungsmacht zu entfesseln, okay? Mensch, ein Glück habe ich bereits hier volles Leben erreicht und so. Jetzt hier und töten alles, was sich bewegt. Ich glaube an dich, Rex. Hey, Schweinebacke. Empfehlung. Durch das Haupttor eindringen. Ich warte schon den ganzen Tag darauf, den Ärschen in die Arsche zu treten. Dann los. Klopf, klopf. Missionsziel? Alles töten. Alles. Töten. 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 Okay. Ah, da ist die Mucke. Geil. Hey. Hau ab. Ich wusste, du schaffst es. Du hast viel mehr von mir als nur die Programmierung. Jetzt teilen wir sogar dasselbe blaue Blut, mein Sohn. Falsch, Sloan. Mein Blut ist immer noch rot, weiß und blau. Eigentlich Amerikaner. Traut euch, kommt zu mir und legt mit mir an. Ich schmeiß euch so die Prügel raus. Hoch da. Der Helikopter kann ich hier nicht abschießen, wenn ich hier gerade slide. Er ist gekommen.
Lösch das Scheißding! Das hältst du so gerne. Was ist das für ein Ort? Ich messe hochgradige Biostrahlung. Verdammt, Rex! Ich versuche, die Welt zu verbessern. Kein Verhätscheln der Schwachen mehr. Keine Politiker, Anwälte und gottverdammte Demokraten mehr. Es geht das Überleben der Stärksten. Da fliegen die Fetzen. Sterben macht Spaß. Zum Teufel! Willkommen zu Hause, Killer. Sloan, ich töte nur noch einmal. Und zwar sie. Und was dann? Ruhestand in der Vorstadt? Jeden Samstag den Rasen mähen und sonntags Football gucken? Das bist nicht du, Rex. Du mähst doch keinen Rasen. Du mähst Leben nieder. Sie sind irre. Ich bin ein Gott. Nicht nur Mensch, nicht nur Maschine. Sondern eine Fusion von beidem. Ein neuer Zeus, der eine neue Menschheit beherrscht. Du hättest einer meiner Cyberpriester werden können. Mit freiem Willen als meine rechte Hand. Aber ich schätze, ich muss euch Mark IV endgültig zum Ausschlachten schicken. Falsch geschätzt, Sloan. Total falsch. Alarm. Systeme kompromittiert. Sloan kann nicht getötet werden. Tut mir leid, Rex. Eine Schande. Du bist weich geworden. Ah! Wie die Politiker in Washington. Wusstest du, dass die Frieden mit den Roten aushandeln wollen? Frieden, Rex. Frieden. Warum kann ich nicht abdrücken? Du erbärmlicher Waschlappen. Du bist nichts als ein Haufen Drähte und Programme. Es war nichts mehr übrig von Rex Power Cold, als man dich fand. Nur noch DNA ohne Seele. Nein! Ich gab dir meine Erinnerungen, meine Erfahrungen, meine Kindheit. Nein! Ich hab dich programmiert. Erschaffen. Ich bin dein Vater. Nein! Rex, um dein Leben zu retten, wurdest du in eine Maschine verwandelt. Doch was wirklich zählt, blieb unverändert. Deine Seele. Aber du hast Herzblut. Nein! Du bist mehr als eine Sammlung von Drähten und Programmcodes. Ich glaube an dich, Rex. Und du musst auch an dich glauben. Licht aus, Rex. Nein! Spot an! Ah! Elizabeth! Rex! Du hast Colonel Sloan getötet! Ich schätze, all die Macht ist ihm zu Kopf gestiegen. Und was jetzt, Rex? Sie werden kommen und alles mitnehmen. Deine Forschung, die Waffen, das Drachenblut. Ist es das, was du willst? Eine Armee von Monstern? Es ist, was Sloan wollte. Ich bin nicht wie er.
Ich habe alle Notfallsprengfallen in den Bunkern reaktiviert. Nur ein Knopfdruck. Und alles geht in Flammen auf. Du hast uns gerettet, Rex. Oder vielleicht hast du dieses Mal mich gerettet. Nein, wir haben uns gegenseitig gerettet.
War das nicht schön? Das war super schön gewesen. Aha. Gut, meine Lieben, ihr seht jetzt noch ein bisschen die Quells hochlaufen und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf, was meine Freunde. Ciao!
enormous dick intelligence.